Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, meine lieben YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen. Heute in dem neuen Video geht es um Leitfäden. Telefonleitfäden. Wenn dir das ein Begriff ist. Aber es gibt auch noch andere Leitfäden, außer Telefonleitfäden. Aber ich möchte dir jetzt erstmal kurz erklären, weshalb Leitfäden im Allgemeinen wichtig sind. Und danach habe ich drei knackige Tipps für euch. Wir sehen uns im Video. Leitfäden sind wichtig, weil sie dem Verkäufer respektive der Verkäuferin helfen, einen strukturierten Ansatz zu verfolgen, um so die besten Ergebnisse für das Unternehmen zu erzielen. Sie geben dem Verkäufer, der Verkäuferin klare Anleitungen, wie er vorgehen soll, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Es gibt drei Schritte, warum Leitfäden im Verkauf und im Vertrieb wichtig sind. Folgende drei Schritte habe ich jetzt für dich mitgebracht. Schritt 1. Leitfäden bieten einen strukturierten Ansatz. Leitfäden bieten dem Verkäufer, der Verkäuferin eine klare Struktur, an der er sich orientieren kann. Dies hilft ihm oder ihr, den Überblick zu behalten und die richtigen Schritte in die richtigen Reihenfolge auszuführen. Schritt 2. Leitfäden geben klare Anleitungen. Leitfäden geben dem Verkäufer, der Verkäuferin klare Anleitungen, wie er vorgehen soll, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dies hilft ihm oder ihr, Fehler zu vermeiden und sicherzustellen, dass er alle notwendigen Schritte unternimmt. Okay, da wir aber alle Menschen sind, machen wir gerne mal Fehler. Und Fehler gehört dazu, egal ob du Unternehmer bist, angestellt bist oder auch selbstständig bist. Jeder macht Fehler von uns. Aber Leitfäden können diese Fehler minimieren. Zum kleinen Teil. Jetzt bist du aber gespannt, was der dritte Schritt ist, oder? Okay, der dritte Schritt. Leitfäden helfen bei der Umsetzung. Leitfäden helfen dem Verkäufer, der Verkäuferin, nicht nur bei der richtigen Ansatz zu verfolgen, sondern auch dabei, diesen Ansatz effektiv umzusetzen. Durch die klaren Anleitungen in den Leitfäden weiß der Verkäufer, Verkäuferin genau, was er tun muss, um das Unternehmensziel zu erreichen. Habt ihr schon mal einen Leitfaden, einen richtigen Leitfaden in eurem Unternehmen gehabt, wo ihr so produktiv gearbeitet habt? Ich muss sagen, ich hatte das bisher noch nie.
Alle Firmen, wo ich gearbeitet habe, gab es keinen strukturierten Ansatz, keine klaren Anleitungen und by the way, es fehlt an der Umsetzung. Und deshalb habe ich meinen eigenen Leitfaden mit diesen drei Schritten klar ausformuliert. Jetzt kommst du aber ein Leitfaden, der ist doch abgelesen, oder? Nein, eben nicht. Ich glaube, da habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht über Telefonleitfäden. Schau mal hinten in meinen Videos vorbei. Ein Leitfaden liest du nicht ab. Ein Leitfaden lernst du auswendig. Ein Leitfaden ist ein Skript, wie ein Schauspieler, der seinen Text immer wieder aufs Neue kennen muss, der es auswendig kennen muss. So ist der Leitfaden auch aufgebaut. Ein Leitfaden, das was auf dem Papier steht, ist nur eine Unterstützung. Wenn du nicht weiter weißt, kannst du kurz mal draufschauen und innehalten, aber nicht abzulesen. Viele Callcenter Agents lesen diesen Leitfaden aber ab. Und das ist der Fehler. Warum ist es der Fehler? Das bringt sehr viel Umsatz. Mehrere Umsatzmöglichkeiten. Wenn Sie ihn nicht mehr ablesen würden, hätten Sie mehr davon. Und die Kunden wären zufriedener. Okay, genug. Wenn ihr mehr wissen wollt, in den Show Notes geht es zu meiner Veranstaltung Empathie für den Kunden. Holt euch noch ein Early Bird Ticket, solange der Vorrat noch da ist. Der ist begrenzt. Und wir sehen uns da. Und jetzt viel Spaß. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Michael.